und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Der neue SCB Verse Report ist da. Jetzt dürfen wir mal wieder. Das ja, ist doch auch schön. Habt ihr schon vermisst? Ja, definitiv. Also so sieht's aus. Wir werden das natürlich jetzt immer mal in unterschiedlichen Zusammensetzungen machen, wie es terminlich passt, wie es auch vom Studio her passt. Also dementsprechend könnt ihr euch immer jede Woche darauf freuen, dass vielleicht ein anderes Team oder dass wir uns neu zusammenstellen für den Verse Report. Wir haben auf jeden Fall ein schönes Hot Topic diesmal. Da haben wir einfach auf gewartet. Ja, und zwar ist seit letzten Freitag es soweit, dass die Evocati in die Testphase starten können mit 2.5. Ja, eigentlich, Leute, endlich geht's los. Sie haben schon angekündigt, dass der Patch ungefähr und wahrscheinlich relativ kurz nur von den Evocatis getestet wird. Was sind denn die Evocati? Ja, also die Evocati, für alle, die es noch nicht wissen, das sind quasi eine ausgewählte Testgruppe, so kann man das sagen, von Bäckern, die ganz besonders engagiert sind, aktiv sind, im Issue Council Fragen beantworten, Feedback geben, selber fleißig fliegen und testen. Also jetzt nicht nur einmal so rein ins Schiff und noch Runde drehen, sondern das wirklich immer wieder aktiv machen und Feedback geben und sagen, okay, da hakt's noch, da sind noch Blocker oder Bugs. Und richtig. Genau, und die dürfen jetzt testen, sind auch fleißig dabei. Danach wird es wahrscheinlich wieder so sein, ne, dass in verschiedenen Wellen Einladungen rausgeschickt werden, wo mehr Leute testen können, ne, wo die ganzen anderen Subscriber auch ins Spiel dürfen. Genau, meistens ist es dann so, dass das PTU einfach erweitert wird um zusätzliche Leute. Meistens werden dann irgendwann die Subscriber, wie du schon gesagt hast, dazu eingeladen und dann geht es irgendwann auch in den Live-Patch. Wie lange das dauert, wissen wir natürlich nicht, aber wir können schon mal sagen, dass sie eben angekündigt haben, dass die Evocati-Phase relativ kurz sein könnte, weil sie selber schon recht zufrieden sind mit dem Patch an sich. Außerdem müssen wir dazu sagen, dass die Evocati einen NDA haben, das heißt ein Non-Disclosure Agreement. Das heißt, inklusive wir dürfen nicht genaue Details über diesen Patch verraten. Wir dürfen nicht genau sagen, wie es sich anfühlt, was drin ist. Ich möchte euch einen kleinen Hinweis geben und der kann nur sagen, es wird groß. Es wird wirklich groß. So, das soll aber auch das Einzige sein, was wir jetzt über diesen Patch verlieren, solange wir noch in der Evocati-Phase ist. Sorry, Leute, aber freut euch drauf. Es wird groß. Ja. Und damit gehen wir jetzt zu den Weekly Updates. Ja. Und da ist es auch groß, kann man eigentlich sagen. Allerdings, weil wir fangen an mit Around the Verse wie jede Woche. Und Around the Verse ist in die dritte Staffel gestartet und komplett neu überarbeitet, rundum erneuert sozusagen. Diesmal führen uns Chris und Sandy durch Around the Verse. Das Ursprungsteam quasi. Das Ursprungsteam, genau. Ja, genau. Das Ehepaar ist diesmal da dran und führt uns durch die erste Folge der dritten Staffel. Da gab es einige Veränderungen. Das heißt, sie haben einen ganz anderen Fokus jetzt gesetzt. Das heißt, sie wollen mehr Inhalte, mehr auf aktuelle Entwicklungen eingehen, aber dafür auch immer sehr spezifisch pro Sendung. Ne? Dass genau. Sie halt und wirklich, auch sich auf verschiedene Studios konzentrieren. Genau. Mehr Bildmaterial, mehr Infos über die Schiffe, Umgebung von den Entwicklern selber auch zur Verfügung stellen. Ja, und daher werden wir auch gucken, dass wir uns ein bisschen anpassen in Zukunft. Das heißt, ihr werdet jetzt immer mehr auch Videos kriegen, die so kleinere Videos sind mit Voice-Overn, weil dann eben wirklich ein Studio ganz speziell über einen Teil referiert. Den können wir euch im SCB Verse Report nicht so komplett zusammenfassen. Darum werden wir uns auch darauf einstellen. Und jetzt gehen wir mal auf die Inhalte, die wir wirklich hatten. Also was mir so aufgefallen ist, das erste war, glaube ich, Squadron 42, das Skript. Ne? Ein kleines Skriptchen. Mittlerweile sind sie bei 1255 Seiten. Unfassbar. Haben sie gesagt. Dreimal so viel wie bei Wing Commander 4. Ja. Das Buch, wir haben es ja letztes Jahr, haben wir ja auch schon einen Vergleich gehabt, ne? Auf der Citizen Con mit den Büchern und Squadron 42 scheint ja, so. Jetzt. So. Genau. So. Und nur mal für euch zum Vergleich: man sagt, ein Kinofilm hat einen Skriptseite pro Minute des Films. Das heißt, wenn man sagt, man hat einen 120-Minuten-Film etwa, hat man vielleicht 120, 130, vielleicht auch 150 Drehbuchseiten. 1255 ist eine ganz andere Hausnummer, Leute. Also da bin ich sehr gespannt. Wer das gleich mit aufgenommen hat, ist die PC Games. Die hat nämlich, hatten wir ja letzte Woche schon berichtet, auf jeden Fall einen 10-seitigen Artikel rausgegeben dazu. Der ist jetzt übrigens im Handel. Also die PC Games könnt ihr euch jetzt kaufen, falls es euch diese Ausgabe interessiert. Und außerdem hatten wir halt viele, viele einzelne Themen und auf eins gehen wir jetzt ein bisschen detaillierter raus und das war auf jeden Fall die Aerodynamik. Ne? Ja, der Atmosphärenflug. Ja. Da sind sie ja in der ersten Stufe sozusagen das Ganze zu implementieren, weil sie sagen, wie müssen jetzt die Flüge in der Atmosphäre laufen? Und da haben wir schon gesagt, die Aerodynamik ist da das Stichwort. Also wenn Sie haben gesagt, wenn Schiffe
auf jeden Fall mehr Aerodynamik haben oder aerodynamischer sind, werden sie leichter manövrierbar sein, besser steuerbar, werden eine höhere Geschwindigkeit haben als Schiffe, die nicht so aerodynamisch ausgerichtet sind. Also aerodynamische Gladius, ne? Gladius auf jeden Fall, sowas wie die Saber, die Vanguard könnte man sich auch vorstellen. Solche Jäger sind vielleicht sogar auch die 300i sind solche Schiffe, die sind auf jeden Fall eher aerodynamisch designt. Wohingegen sowas wie eine Starfarer oder vielleicht auch eine Aurora sind dann wirklich eher so Backsteine, die ganz viel Schub brauchen, um sich im Atmosphärenflug zu halten. Die Nachricht an sich ist für viele schon mal was ganz Besonderes. Das heißt, wir werden jetzt wirklich beim Eintritt in die Atmosphäre mit einem Atmosphärenflug-Simulator tatsächlich ausgestattet werden bei Star Citizen. Es ist schon was ganz, ganz Spannendes an sich. Und jetzt fangen sie wirklich an, ins Detail zu gehen und erzählen dann davon zum Beispiel, dass je näher man an die Oberfläche kommt, desto höher wird die Luftdichte. Das heißt, da wird dann sich immer wieder auch das Flugmodell verändern. Das heißt, man braucht im Zweifel mehr Schub, um eben wirklich die Höhe zu halten. Gleichzeitig muss man sich natürlich auf eine Landung vorbereiten. Also das wird ein richtig komplexes System, auch im Atmosphärenflug unterwegs zu sein. Und es hängt wirklich vom Schiff ab und von Materialien und was sie nicht alles erzählt haben. Das wird alles Einflüsse darauf haben, wie haben sie es genannt, auf den Widerstandskoeffizienten. Ja, genau. Also je nachdem, was ihr für ein Schiff habt, werdet ihr entweder, wie gesagt, die Geschwindigkeit nochmal anziehen müssen, um gegen die Luftdichte anzukämpfen im Prinzip. Ne? Ja, genau. Oder... Genau, gegen den Luftwiderstand sozusagen. Und sie haben gleichzeitig gesagt, und das möchte ich auch nochmal betonen, es wird kein hundertprozentig realistisches aerodynamisches Modell. Das wird nicht stemmbar sein. Und das, ich glaube, ehrlich gesagt, das erwartet auch niemand. Es wird aber so sein, dass man den Unterschied sehr deutlich merkt zwischen Raumflug und Atmosphärenflug. Und dass man eben auch, wie gesagt, Schäden am Schiff oder auch das Schiff selbst und Materialien auch eine Rolle spielen bei diesem Atmosphärenflug. Und das ist schon ziemlich krass. Vor allem, wenn jetzt auch ein Flügel fehlt oder so, dann wirst du halt merken, okay, oder ein Luftloch. Ja. Wenn ein Luftloch auftaucht oder Wind, dann... Ja, naja, ich bin gespannt, wie viele Starfarer beim ersten Landeversuch irgendwo... wir werden es sehen. Ich bin gespannt auf die Videos da draußen, Leute, wenn das... Ja, das wäre witzig. Ja. Schick dann mal gleich was rum. Genau, wenn dann die erste prozedurale Landung möglich ist und dann überall fallen sie alle vom Himmel. Aber das wird auf jeden Fall cool. Das ist ein wichtiger Teil. Wenn ihr noch mehr Infos, detailliertere Infos habt, geht wirklich zu Star Citizen Base in den Artikel. Dort ist es nochmal ein bisschen ausführlicher aufgeschrieben, als wir das jetzt hier euch vermitteln können. Wir gehen von da aus weiter und da geht es zu den Ein- und Ausstiegsanimationen. Ne? Ja, da haben sie auch fleißig dran gearbeitet und haben gesagt, für bestimmte Schiffe wird das schon bald verfügbar sein. Für die Hornet, die Super Hornet und die Freelancer. Und sie haben auch ein Motion Capturing wieder gemacht. Das haben sie auch abgeschlossen. Das Ganze wird jetzt implementiert, die ganzen Daten. Also da scheint es auch voranzugehen. Ne? Genau. Reverse to Verse geht gleich auch nochmal darauf ein. Da machen wir es ein bisschen detaillierter. Außerdem haben sie erzählt, dass sie so Lebensanimationen machen, gleichzeitig mit dem Motion Capturing. Das heißt, dass irgendwie das Aufstützen irgendwo soll dann animiert sein. Hinter der Bar stehen, sitzen. Dass das Ganze natürlich immersiver für die Spieler wird. Ja, richtig. Das ist ein wichtiger Teil davon. Außerdem gab es bei Around the Verse Shipshape. Da ging es um die Misc Reliant, die ja jetzt mit Patch 2.5 Flight Ready wird. Und da werden wir jetzt an der Stelle nicht viel drauf eingehen. Da mache ich euch einfach ein kurzes Voice-Over zu. Dann könnt ihr das da nochmal nachvollziehen, wieso behind the scenes die Reliant in den flugfertigen Bereich gekommen ist. Ja, was gab's noch? Als nächstes ging es um die Grimhex-Kleidung. Klamotten ist ja ganz klar. Obwohl ich wirklich sagen muss, was Grimhex angeht, die Klamotten, das ist schon stylisch. Ja. Also das finde ich schon echt ganz cool. Eigentlich schade, dass man sich die dann nicht besorgen kann. Man nicht einfach mal so ein bisschen auf die Kacke haut. Ja, genau. Also sie haben gesagt, bei Grimhex, dann ist es wirklich so, es unterscheidet sich von allem bisher Dagewesenen in puncto, es ist schmutziger, das wird man dann halt auch an der Kleidung sehen. Es wird andere Logos, Aufschriften geben, die diesem Stil des Outlaws entsprechen. Ja. So Totenkopf auf, näher sieht man schon in den Bildern. Ja, so eine Pika und so, ne? Wie auch auf den Cappies. Genau. Also das ist schon ganz cool. Wir haben viele Concept Arts dazu gezeigt. Was dann im Endeffekt ins Spiel kommt, das werden wir dann mit 2.5 wirklich erfahren. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr stylische Klamotten, finde ich. Zum Beispiel so Bandanas habe ich auch gesehen, die man sich so umwickeln kann und sowas alles. Also ich glaube, da wird das Outlaw-Herz schon mal eine kleine Stufe höher schlagen, als es jetzt im Kasaba-Outlet der Fall ist. Wird und, ziemlich cool. Und sie wollen halt auch für jede Region oder für jeden Bereich, für jede Location andere Kleidungen und andere Kleidungsstücke entwerfen, was halt auch ganz cool ist. Ne? Ja.
so ein bisschen wie in Berlin läufst, durch Marzahn, sehen genau. die Leute anders aus als in Prenzlberg. Das ist wohl wahr, ja. Und das finde ich auch ziemlich cool. Also da seid mal gespannt drauf, was der Patch 2.5 da als nächstes bringt. Und ich hoffe ja auch, dass sie auch den Casable Outlet noch ein bisschen erweitern bis dahin. Also dass nicht nur die Grimhex neue Kleidung kriegt. Aber gut, das werden wir dann erleben. Wir gehen weiter, ne, zu Reverse the Verse. Reverse the Verse wurde auch überarbeitet. Wie wir ja schon jetzt eben gesagt haben, in puncto Around the Verse, sobald sie dort mehr auf die Studios eingehen, wird sich auch Reverse the Verse von ihrem Fokus daran halten. Mhm. Also werden dann auch immer auf die einzelnen Studios und Entwickler und... Ja, genau, passend zu Around the Verse, genau. ne, sozusagen. Also der Sinn soll, glaube ich, sein, dass man bei Around the Verse so, ne? genau, die Infos kriegt und wenn man dann Fragen hat, dass man diese konkret dann bei Reverse the Verse stellen kann. Sie wollen es ein bisschen verkürzen, das Programm auch. Das heißt, es soll in der Regel nur noch eine halbe Stunde lang sein, ja. Und dafür halt sehr, sehr detailliert auf bestimmte Informationen gehen und nicht so ein wildes Herausschmeißen von Infos, je nachdem, wo die Frage gerade herkommt. Da gab es jetzt auch in der ersten Folge schon ein paar Infos, die ganz cool waren. Und zwar ging es da auch um die KI. Mhm. Das hatten wir ja schon die mal angedeutet. Animation, genau, ja, also was wir jetzt eben schon meinten mit dem Auflehnen oder auch überhaupt, wie wird die Art und Weise der KI sein? Also was ist zum Beispiel, wenn ich ein Nachtlokalbesitzer bin oder ein Barkeeper? Mhm. Der wird sich natürlich auch in seinem Verhalten verändern. Also wenn ihr jetzt einen Drink zu viel hattet und rumtorkelt, also die Gangart wird sich auch verändern. Was ich echt ganz cool finde, dass sie das so einbauen. Ne? Das ist irgendwie diese... Ja. Immersion oder Immersivität? Wie ja, sagt man? Immersion, genau. Immersion würde ich dabei behalten. Ja. Genau, dass das mehr da ist. Es wird auch davon abhängen, wo ihr euch befindet und zu welcher Tageszeit. Also Nachtlokal wird natürlich tagsüber ruhiger sein als nachts. Mhm. Ja, da geht dann noch irgendwie so eine Putzfrau durch maximal, während nachts da irgendwie dann der Bär steppt. Und genau so soll sich das wirklich überall durchziehen. Das heißt, verschiedene Locations werden verschiedene Leute haben, die eben anders reagieren, je nachdem, wie wir auch drauf sind. Die ziehen sich dann auch anders an und haben andere Klamotten an und sowas alles. Ja, und dann geht es von da aus auch nochmal wirklich in die in diese Ein- und Ausstiegsanimationen. Da haben sie zum Beispiel das Detail verraten, dass es quasi geplant ist, zwei verschiedene Animationssets zu haben. Einmal ein ganz normales, entspanntes. Ihr geht ran, drückt die F-Taste, Schiff geht auf, ihr Leiter fährt runter, ihr steigt ein und fertig aus. Oder ihr macht einen Alarmstart und sagt, ich muss sofort los. Ja, das heißt, dann haltet ihr die Shift-Taste gedrückt dazu und dann springt ein anderes Animationsset an und ihr gleitet oder hopst sozusagen so im Cabrio-Sprung direkt und könnt halt sofort losfliegen. Das ist genau der Sinn, dass es eben verschiedene Animationen gibt. Sie haben dann noch ein paar Details verraten, dass sie gesagt haben, sie wollen auch, dass die Animationssets sich nicht unnatürlich anfühlen, wenn man sie unterbricht. Ja. Ne? Das ist halt... Also sich, eine, ja, genau. Also das soll halt smoother einfach stattfinden. Ne? Genau. Obwohl sie gesagt haben, dass das überhaupt möglich ist, dass man halt eine Animation unterbrechen kann. Ja, genau. Außerdem soll man sich später auch umgucken können, während eine Animation läuft. Also jetzt momentan ist ja der Kopf quasi fixiert darauf, wie die Animation abläuft. Das ist ein späteres Ziel, dass man sich auch währenddessen noch umschauen kann und schon mal zum Beispiel auf die MFDs gucken kann, die unten drin sind. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Momentan geht es wirklich nur darum, dass die Animationen an sich erstmal stehen. Ne? Ja. Ja, und dann haben wir noch die Tickets. CIG Event-Tickets für die Gamescom, die waren im Verkauf, sind fast 900, ungefähr so. Ja, 900. Wir haben nicht genau gezählt. Nee, aber verkauft worden und alle weg. Ja, aber vielleicht sehen wir uns da. Genau, vielleicht sehen wir uns da. Wir werden auf jeden Fall hinkommen zum CIG-Event. Das ist am Freitag, den 19. August im Gloria Theater in Köln. Und wie gesagt, etwa 900 Tickets sind in den Verkauf gegangen. Die waren innerhalb von einem Wochenende weg. Freitag ging es los, da durften die die Concierge-Mitglieder, genau. Samstag waren die Subscriber, Sonntag war dann frei für alle. Ruckzuck waren sie weg. Und wenn ihr da hinkommt, wir freuen uns. Wir sind auf jeden Fall da und können es gerne dann den einen oder anderen Drink nehmen und vor allem groß jubeln hoffentlich bei der Präsentation, die dann da kommt. Ja, wir gehen zum nächsten neuen Format. Genau, apropos Subscriber. Denn von Reverse the Verse, der Subscriber Edition, die wurde jetzt umbenannt in Subscriber Town Hall. Also falls ihr jetzt in Zukunft danach sucht, dann guckt immer Subscriber Town Hall, das ist jetzt der neue Titel dafür. Und da haben sich verschiedene also diesmal ging es darum, dass sich verschiedene Mitglieder des Character Art Teams geäußert haben, auch wieder zur KI, das passend ne, zur Kleidung. Ja. Haben wir jetzt schon ein bisschen vorweggegriffen, aber da wird es eben auch um Kleidung, oder da ging es um Kleidung. Zum Beispiel das coole Feature, wo du jetzt so einzelne Spots haben wirst an deiner Kleidung. Und dann je nachdem,
was das für eine Kleidung ist, kannst du dir halt Badges drauf machen. Oder genau. So verschiedene oder auch ein Aufkleber. Kettchen umlegen zum Kettchen. Beispiel. Ne? Ja, das wäre schön. Ne? Und sie haben das Ganze in Archetypen eingeordnet, also Bad Guys, Good Guys, Zivilisten, also das... Verkäufer, genau. Alles Mögliche. Ja, also auch hier, wie gesagt, ging es sehr, sehr detailliert um dieses System und da gingen sie noch ein Stückchen weiter eben ins Detail mit diesen Spots, die du so sagst. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie das jetzige Port Modification System, was ihr von den Raumschiffen kennt, dass man das sozusagen im Item-System 2.0 an der Kleidung hat, sodass ich mir auf mein weißes T-Shirt hier zum Beispiel diesen Crashstern sozusagen raufpacken könnte als Grafik. Ne? Individualisieren kann ein bisschen was. Es wird auch Aufnäher geben, später, nicht am Anfang, aber down the road sozusagen wird es Aufnäher geben, dass man sich das wirklich individualisieren kann oder dass man halt irgendwie kleine Spikes irgendwo rantut oder was auch immer die Leute da kommen. Der Stil an sich soll aktuell gerade so ein bisschen Blade Runner und Streetwear sein. Das ist so der Fokus gerade in Bezug auf die Grimhex Station, würde ich jetzt mal schätzen. Ne? Und von da aus geht es dann wirklich darauf, dass man dieses Layer-System, was sie jetzt haben, eben aufs Item-System 2.0 überträgt. Und das ist eigentlich der Kernpunkt von diesem Feature. Hm? Spannend war auch, dass sie gesagt haben, sie arbeiten an so einem T-Shirt 5 Arbeitstage. Mhm. Ja, und plus Feinschliff. Plus Feinschliff, da wird es dann nochmal länger dauern. Und das finde ich auch spannend, weil sie zum Beispiel über diese Abnutzungseffekte, die sie machen wollen, also dass eine Kleidung gebraucht aussieht oder irgendwie die Knie aufgeschubbert sind, das machen sie ganz manuell pro Kleidungsstück. Setzen Sie wie heutzutage, daran. Ne? Je mehr Löcher in der Kleidung sind, desto teurer wird es. Das stimmt. So ist es. Früher habe ich auch immer dann die noch aufgeschnitten und dann diese Fransen rausgezogen und in die Badewanne, natürlich. Weißt du, dass das nochmal so schön. Ja, aber hallo, genau. Oder mit Kieselsteinen gewaschen genau, und so. Was schön. Für ein Quatsch da mal alles gemacht hat. Das auf jeden Fall. Aber ja, Kleidung wird also anpassbar sein. Auch in Bezug auf die Farben soll es anpassbar sein. Da soll es nämlich zum Beispiel so einen RGB-Schieberegler gehen. RGB ist ein Farbraum, den kennt ihr vielleicht. Und da wird es dann vielleicht einen Schieberegler geben, mit dem man dann entsprechende Teile der Kleidung eben heller, dunkler oder eben auch in einer anderen Farbe gestalten kann, sodass es ein bisschen individueller wird. All das aber, wie gesagt, Item-System 2.0, jetzt aktuell noch nicht im Spiel und wird auch noch ein bisschen dauern, bis es dann soweit ist. Ich fand nur cool, dass sie sich wirklich eine Menge Mühe geben mit den Klamotten. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Vor allem dann hast du irgendwie auch mal eine Abwechslung. Mhm. Und dann gab es noch ein Thema, was dich besonders interessiert. Ja, das könnte mich sehr interessieren, denn immer wenn ich jetzt ins Verse gehe, dann fühle ich mich wie im Körper eines Mannes. Ist auch mal sehr interessant, aber jetzt ist es mittlerweile so, die weiblichen Charaktermodelle nehmen so langsam Form an, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Denn sie arbeiten derzeit gerade an den Köpfen, auch an der Figur, an der Größe arbeiten sie auch. Also die weiblichen Charaktermodelle, die sollen etwas kleiner sein als die männlichen. Mhm. Passt. Und kommt hin. Ja, cool. Ja. Und wobei sie auch gesagt haben, es ist nicht sicher, zum Beispiel, ob diese Unterscheidung irgendwann stattfinden wird oder nicht. Ja. Ne? Also ob sie ob man Kinder sehen wird. Genau. Ja, richtig. Ja, aber auf jeden Fall alles, was das Weibliche angeht, da sind sie kräftig dabei, wie gesagt, Kleidung am Körper, an den Köpfen zu arbeiten. Also das geht voran. Ja, hoffen wir mal, dass es bald soweit ist. Das würde sicherlich die Sache auch noch mal ein bisschen interessanter gestalten. Natürlich. Insgesamt im ganzen Verse. Natürlich. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, Frauen. Sehr schön. Ja, nee. genau, wie gesagt, kann man machen, aber sollte man nicht. Von daher, super Sache. Da hoffen wir, dass es bald vorangeht. Und ich glaube, von da aus kommen wir dann auch schon zum Spectrum Dispatch zum nächsten, ne? Spectrum Dispatch, da gab es diesmal ein Portfolio übers Kasaba Outlet. Also für alle, die sich ganz speziell dafür interessieren, da ging es um die Familiengeschichte. Wie kam es überhaupt dazu, dass diese erfolgreiche Outlet-Store-Kette gegründet wurde? Nur kurz dazu, es ist ein Familienunternehmen, zwei Kinder quasi aus diesem Pärchen sind sie entstanden. Mhm. Oh Gott, das klingt jetzt so romantisch. So viel wieder zum Mann und Frau, ne? Egal. Jedenfalls, Junge und Mädchen, die beiden haben dieses Unternehmen gegründet. Woher der Name Kasaba kommt, ist eigentlich auch eine ganz rührende Geschichte. Also lest unbedingt auf SCB nach, wird da ganz toll beschrieben. Diese Erfolgsstory. Denn es ist nach wie vor die erfolgreichste Outlet-Kette überhaupt. Das heißt, ihr werdet auch auf den kleinsten Landezonen vermutlich einen Kasaba-Outlet irgendwo finden. Das heißt, da in dem Portfolio könnt ihr auf jeden Fall schön übersetzt von unserer SCB-Redaktion die ganze Story nachlesen. Schaut mal rein. Ja, und wir gehen von dort aus direkt zu unseren Videos. Und da gab es diesmal zwei Showcases. Das erste Showcase haben Wiesen und ich, glaube ich, gemacht. Ja. Ne? Das war Personentransport. Also wer von euch Lust hat, eine Fluggesellschaft
Fluggesellschaft, eine Starliner, ja, zu gründen. Genau. Ja, hier erfahrt ihr wie in dem Video. Habt ihr auch sehr schön gemacht. Ja, Weezen ist auch total begeistert total, nach wie vor, ne, davon. Ja, der, ja, ist, also der meint, wenn Crash nicht wäre und so, er würde dann sofort würde er eine Flugkapitän gründen, genau. Ich würde mich als Stewardess zur Verfügung stellen, das wollte ich immer schon mal machen. Okay. Damit man so schön reisen kann, wollte ich wirklich mal. Wollte mal, ja, Stewardess werden. Das passt ja dann wieder mit Weezen. Wer weiß. Genau. Na, dann, ja, könnt ihr ja das ja machen, wenn ihr gerade nichts zu tun habt, irgendwie für SCB oder Crash, dann... Obwohl diese anspruchsvollen Passagiere dann auch immer, ne, da seid ihr ja auch drauf eingegangen. Oh, ja. Da lauern ein paar Gefahren, wenn, ja, ihr so eine, ja, Fluggesellschaft gründet. Ja, also Dosa und ich sind eher so der Meinung, meh, braucht man nicht, aber schaut mal rein, ist echt cool, die Mechanik an sich, und sie denken wirklich schon sehr weit im Voraus da, das muss man eben sagen. Wir hatten ein zweites Showcase, mhm, und das ging dann um die Frachtmechanik, das haben Dosa und Weezen zusammen gemacht. Dazu muss man sagen, es sind noch die frühen Konzepte der Frachtmechanik, da kann sich in der Zwischenzeit schon einiges geändert haben, aber es ist zumindest das, wovon wir wissen, dass sie es fest angesagt haben. Das heißt, da ist die Frage, was ist zum Beispiel ein SCU, ein Standard Cargo Unit, und was soll diese Zahl überhaupt bei uns bedeuten? Was hatten wir noch für Fragen drin? Was man quasi überhaupt transportieren, genau, kann. Und genau, welche Größenklassen es da gibt und wie soll die Karriere in Transport- und Frachtwesen aussehen, was ja auch für Händler dann interessant ist. Also was für Karrieremöglichkeiten soll es da alles geben und wie können wir überhaupt Frachtgut von verschiedenen Größen später bewegen? Welche Hilfsmittel haben wir dafür oder sind im Spiel vorgesehen? All das findet ihr dort in dem Spielmechanik-Showcase zum Frachtsystem von Weezen und Dosa. Schaut mal rein, es ist echt ganz cool. Ja. Ja. Mhm. Ja. Und dann sind wir auch schon wieder bei Interaction angelangt. Und da haben wir ja letzte Woche gefragt, freut ihr euch denn auf Star Marine? Oder eher die Grimhex, genau, Station. Mhm. Und, interessant. Sehr interessant, ne? Also 40% haben gesagt, ja, wir freuen uns auf, Star Marine. Drrr, drrr, drrr. Genau. Und 37 waren es, ne? Freuen, ja, sich auf die Grimhex Station. Neue Klamotten. Mhm, klar. Das ist ja auch kein, ja, Wunder. Ja. Und 24% haben gesagt, och, ich freue mich eigentlich auf beides. Ja. Beides cool oder beides nicht, ja, so cool. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Ich hätte gedacht, dass das Grimhex doch deutlicher gewinnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt. Aber jetzt mit dieser festen Ankündigung, glaube, ja, ich, ist dieser Freude auf Star Marine wieder geweckt bei euch da draußen. Aber die war ja immer da. Ja. Also mich hat es eigentlich nicht so gewundert. Nee? Nee, okay. Weil das auch schon öfter mal in den Chats immer kam. Was, ja, ist jetzt, stimmt, eigentlich mit Star Marine? Und genau. Also wir sind sehr, sehr gespannt. Wir freuen uns auch alle wahnsinnig. Und auf die unterschiedlichsten Sachen. Weezen zum Beispiel mehr auf die Grimhex Station, ich mich mehr auf Star Marine. Lasst uns das gemeinsam erleben. Wir freuen uns sehr, wenn wir das euch auch zeigen können und wenn wir da die ersten kleinen Untersuchungen im Spiel machen können. Das wird super cool. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind durch mit dem SCB Burst Report für diese Woche. Abonniert den Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen. Ansonsten liked oder disliked die Episode. Schreibt uns ein paar nette Kommentare drunter. Da kriegen wir immer was von euch raus. Vielen Dank. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht auch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne verabschieden sich Cecilia und Sawyer. Bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!